Ich habe ein neues Motorrad gekauft, ja. Also dieses Motorrad ist für meine Freundin gedacht, weil sie sollte die GS500e übernehmen, hat dann aber gesagt, das reicht mir nicht. Also, naja. Oh! GSX-R, Charme als Naked Bike. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist was Neues, ja, genau, die GS ist weg. Habt ihr wahrscheinlich gesehen, letzte Video. Wir haben uns von der GS verabschiedet und ich habe ein neues Motorrad gekauft, ja. Nicht ganz neu, es ist erste Hand, hat nahezu nichts an Kilometern auf dem Tacho und diese paar Inspektionen, die fällig waren, die sind alle im Serviceheft eingetragen. Es war ein unfassbares Schnäppchen, ne? Ja gut, ja, Schnäppchen ist immer relativ, ne? ihr wisst, was ich meine. Aber für dieses Motorrad war es verdammt preiswert. So, dieses Motorrad ist aber nicht für mich, ich werde es aber mitnutzen. Ne? Also dieses Motorrad ist für meine Freundin gedacht, weil sie sollte die GS500e übernehmen. Und hat dann aber gesagt, das reicht mir nicht. Also, naja. Oh! Meine Fresse. Also, das ist GSX-R Charme als Naked Bike. Das ist unfucking fassbar. Dieses Motorrad hat einen GSX-R 600 Motor verbaut. Ich meine, es war der von der K4, K5 Reihe. Und es ist halt unfassbar. Ne? Also, wer mir länger zuschaut, der weiß, dass ich völlig auf GSX-R-Modelle abfahre. Und das ist einfach der kranke Wahnsinn. Diesen Komfort von einem Naked Bike und diese Handlichkeit mit GSX-R-Power zu haben. Ne? Natürlich ist der Motor etwas angepasst worden. Ne? Bedeutet, Suzuki ist dabei gegangen, hat ein bisschen die Wogen geglättet und so, dass das Ganze ein bisschen sanfter reagiert. Sanfter. Ne? Also die Suzuki hat da ein bisschen was optimiert. Der Motor leistet 98 PS statt 125 PS. Dafür wurde die Drehzahlkurve etwas runtergesetzt. Wir haben hier bei 9600 Umdrehungen, wenn ich mich nicht irre, schon das maximale Drehmoment anliegen. Das ist ganz geil. Als Vergleich bei der GSX-R liegt das irgendwo bei 10,5 oder fast 11.000 Umdrehungen. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Und damit passiert hier auch tatsächlich aus dem Keller raus ein bisschen was. Digga, es ist so stürmisch heute, ne? Ja, was soll ich sagen? Dieses Bike ist... Die ist unfassbar handlich. Die macht so Bock. Ja, und ich finde auch Beschleunigung und Geschwindigkeit, die kriegt man auf einem Naked Bike einfach viel krasser mit. Weil man da einfach ganz anders drauf sitzt, ne? Auf einer Supersportler, da sitzt man immer so ein bisschen in Attack-Position. Und da tariert sich das alles mit dem Körper aus, mit der Haltung. Und bei einem Naked Bike sitzt man halt, ne, ihr seht's, ich sitze hier halt ganz normal aufrecht drauf. Und ja, was soll ich sagen? Also, mein erster Eindruck von diesem Bike, absolut geil. Schade, dass hier nur 70 erlaubt sind. Ich habe gerade richtig, richtig Bock. Vielleicht fahre ich gleich nochmal kurz auf die Autobahn. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass mir die GoPro wegreißt, ehrlich gesagt. Ich habe heute kein Fangseil dabei und bei diesem Sturm, naja. Aber es wird auf jeden Fall auch noch ein Video mit diesem Bike geben. Da werde ich sie einfach mal ausfahren. Mal gucken, wie sich 230, 240, 250 km/h mit einem Naked Bike denn so anfühlen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Das Höchste, was ich mit einem Naked Bike gefahren bin, das waren circa 170, 180. Ne? Das ist jetzt nicht flott. Das Motorrad habe ich abgeholt im guten alten Osten. Gruß geht raus an Ostdeutschland. Wunderschön da gewesen. Ich war da in Upal. Nicht wie das Edelstein-Ding, sondern mit U und P und AHL. So. Und da haben meine Freundin und ich dieses Motorrad abgeholt. Und ich wollte sie nicht auf den Trailer packen, weil ich echt Schiss hatte, dass da irgendwas mit passiert. Ne? Weil das hat jetzt meine ganzen Ersparnisse erstmal aufgefressen wieder. Und genau, ich wollte einfach nicht, dass sie vom Trailer plumpst und habe mir gesagt, Digga, das Ding ist ja quasi neuwertig noch. Und dann fahre ich sie halt einfach nach Hause, so auf eigene Achse. Dummerweise habe ich nicht darauf geachtet, wie das Wetter an dem Tag wird. Es wurde beschissen. Es hat in Strömen geregnet, ich war klatschnass. 350 Kilometer, ein bisschen mehr vielleicht.
im strömenden Regen von Ostdeutschland, von der Ostsee, zurück nach Norddeutschland an die Nordsee. Katastrophe, aber war geil. Also trotz Kälte und Frieren und A1-Chaos und so, hat es einfach echt Bock gemacht. So. Und jetzt macht es natürlich noch mal mehr Bock, das Ding hier in meiner gewohnten Umgebung zu bewegen. Heute ganz entspannt, GS-Strecke, ihr kennt das Spiel, ne? Und da möchte ich sie heute mal ein bisschen bewegen, weil ich da die letzte Fahrt mit der GS gehabt habe und ich möchte gerne einen Vergleich haben. GS und GSR. Ne? Die Motorräder sind nicht verwandt, ist völlig klar, aber ja, es ist eine reinrassige R, wie eine GSX-R, nur ohne X. Das X in GSX-R, das steht für das Unbequeme, vermute ich, weil ansonsten hat dieses Motorrad einfach alles von der GSX-R, nur halt eben nackt. Ne? Kann man machen. Wir gucken uns das Bike gleich mal hier irgendwo an, aber erstmal müssen wir dafür hier im hier mal lang. Fahren wir hier noch eine Runde? Die ist so handlich. Es ist unfassbar. Also das Motorrad werdet ihr jetzt öfter sehen, denn ja, ich habe mich da mit meiner Freundin geeinigt. Ich kaufe das Motorrad für sie, dass sie ein Bike hat, was dann halt auch wirklich ihr gehört. So, da kann sie mitmachen, was sie möchte. Sie kann das anpassen, wie sie es haben möchte. Und ja, aber ich werde es halt mitnutzen. A, für Videos und B, als Commuting-Bike. Ne? Das wird jetzt keine Winterhure oder sowas wie die GS werden. Aber ich werde mit dem Motorrad halt, ja, ne, wenn ich mal Oma und Opa besuchen will und ich sag mir dann halt, ja, heute ist nicht so ideal, mit einer Supersportler zu fahren, dann wird die GSR ausgepackt. Ne? Denke ich, ist ein ganz fairer Deal, den wir da so gemacht haben. Ein bisschen was wird an dem Motorrad auf jeden Fall noch verändert werden müssen, auch wenn sie nahezu schon perfekt ist. Aber da kommen wir gleich drauf, wenn wir stehen. Wow, Alter! Also der Bray, der wäre hier jetzt fast im Kühlergrill gelandet. Das hätte mir sehr leid getan. Ich fühle da tatsächlich sehr mit. Gilt das als Wildschaden, wenn man einen Vogel mitnimmt und dadurch einen Schaden hat? Also am Fahrzeug? Ich weiß das gerade gar nicht. In meiner Versicherungspolice steht Wildtiere aller Art. Also ist ein Vogel ein Wildtier? Ja, ne? Keine Ahnung. Also zählt, glaube ich, schon, oder? Wir fahren hier mal ran. Und dann machen wir da mal, gehen wir da gleich mal ein bisschen ums Bike rum. Hm? Machen wir so. Stellen wir uns hier in die Sonne. So. So. Und hier haben wir das neue Motorrad im Stall. Eine Suzuki GSR 600 L0. Also Baujahr 2010. Ne? Kennt das ja, das Spiel. K1 bis K9 sind 2001 bis 2009. Und dann geht es mit L weiter. Also L0 ist hier in diesem Fall die 2010. Typbezeichnung WVB9. Erstzulassung war 2012. Und das Motorrad war erster Hand. Checkheft gepflegt und dies, das, jenes und total klasse. Es ist eine Black Edition. Bedeutet alles schwarz. Ne? Bis auf die Fußraste. Die wird im Winter aber nochmal gepulvert. Die soll auch schwarz. Ne? Weil das ist noch, das ist mir noch zu bunt. Und meine Freundin auch. Ja, das Motorrad hat einen Underseat-Auspuff, der jetzt gerade noch sehr bescheidenen Klang macht. Da kommt aber nochmal was Tolleres. Ne? Aktuell, wie gesagt, die BT016 drauf. Schauen wir aber mal, ob vielleicht doch Pilot Powers drauf kommen. Je nachdem, wie wohl sich meine Freundin damit fühlen wird. Blinker vorne. Finde ich sehr schön, dass die eingelassen sind. Kommen schwarze Gläser drüber und dann wie bei meiner anderen Maschine, also bei meinem neuen Motorrad, kommen da diese Perlmuttbirnen rein. Ne? Dann sieht man das Orange nicht mehr so durch. Freue ich mich sehr drauf. Aufkleber ist auch schon drauf. Kleine Windschild ist hier dran. Ganz ehrlich, der kommt runter, da kommt was anderes dran, was ein bisschen aggressiver aussieht. Der Lenker kommt ab, da kommt ein schwarzer Lenker drauf, LSL. Entweder ein Superbike-Lenker oder, ja, mal gucken, Streetfighter-Lenker. Irgendwas Breiteres und was ein bisschen flacher ist. Hebel kommen auch noch ab. Ich habe zwar noch schwarze dafür liegen. Die haben aber keine KBA-Nummer und so weiter, also fallen die weg. Hier kommen V-Track-Hebel dran. Lenkerendenspiegel versuche ich gerade, meine Freundin zu überzeugen, dass die auch noch dran können. Denn ich finde, das sieht bei diesem Bike extrem geil aus. Das gibt ihr gleich einfach eine schöne Keilform. Apropos Keilform, ein Unterboden-Spoiler kommt auch drunter. Da haben wir uns einen rausgesucht von Bodis. Das heißt, vorne wird dann ein bisschen mehr dicht und dann, ja, dass man dieses Keildesign ein bisschen mehr einfasst. Ansonsten, ja, was haben wir hier? Titananlage,
ne, serienmäßig ist Suzuki halt immer vorbildlich mit, ne, bei den neueren Modellen. Es ist ein Naked Bike mit GSX-R Motor. Die Potenz einer GSX-R, aber mit ABS. Also es ist eigentlich eine vernünftige GSX-R, wenn man das so nennen mag. Ne? Und ich bin völlig fasziniert von dem Ding. Auch das Heck hier ist mir aufgefallen. Ich habe das verglichen mit meiner K2. Diese Form von diesem Heck, das haben die einfach knallhart von der K2 übernommen. Also dieses Stückchen hier, das ist ja, ab hier so, ne? Das hier. Das ist K2. Also K1, K2, K3 Heck. Ja. Tacho, ja, ne? Klassisch. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man diese beiden Displays vertauscht hätte. Denn ich fände es immer schöner, wenn die Geschwindigkeit links vom Drehzahlmesser ist. Ja, warum die das so rumgemacht haben, keine Ahnung, aber es stört jetzt auch nicht wirklich. Ist halt wieder Meckern auf hohem Niveau, ne? Dass der Schlüssel hier sitzt, finde ich sehr geil. Dann bammelt der Scheiß nicht mehr hier an der Gabelbrücke rum. Finde ich klasse. Ich muss sie unbedingt putzen. Ja, wie gesagt, ich bin damit 350 Kilometer durch den Regen gefahren und ich habe sie jetzt nur einmal kurz ein bisschen abgewischt, ne? Und der Lack hier, das sieht man jetzt leider gar nicht so. Der wird natürlich nochmal aufbereitet, aber der Lack sieht normal schwarz aus. Wenn die Sonne drauf knallt, sieht man da aber blaue Flakes drin. Suzuki schimpft dies Suzuki Space Black. Finde ich klasse. Ja. So kommt auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel. Für mich schon wieder fast zu bunt, aber naja. Ja, Rücklichter finde ich auch ganz attraktiv an dem Bike geworden. Was soll ich sagen? Es ist eine nackte GSX-R. Das ist toll. Ne? Tankpad kommt noch ein anderes dran. Wir machen noch kurz einen kleinen Soundcheck. Klingt natürlich Serie nicht nach viel. Ne? Aber es riecht gut. Klingt nach nicht viel aktuell, aber da kommt noch mehr. Digga, das sind wir fast umgekippt. Alter, die hat voll den Ruck gemacht. Okay, wir fahren mal hier schnell wieder weg. Weil hier kommen jetzt immer mehr Leute. Und, naja. Ja, ne? Würde mich mal interessieren, was haltet ihr von diesem Motorrad? Ne? Sagt ihr, das ist für ein Naked Bike ganz annehmbar? Oder ist das jetzt wieder der klassische Naked Bike-Brei? Ne? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, ne, falls jetzt jemand eine Hausnummer haben möchte, was man für so ein Motorrad hinlegt, ohne ABS seid ihr schon mit 2.500 Euro ungefähr dabei für brauchbare Motorräder, wenn ihr gut guckt. Mit ABS wird es dann ein bisschen kostspieliger. Da könnt ihr ungefähr 3.500 Euro schätzen. So, ne, für aber dann gute Zustand. Diese Motorräder werden in der Regel nicht so hart verblasen wie jetzt zum Beispiel GSX-R und andere Supersportler. Ne? Und wir haben hier mit diesem Motorrad ein gutes Schnäppchen gemacht. Ich spiele jetzt einfach mal mit offenen Karten. Wir haben 3.600 Euro bezahlt. Und ja, aber wie gesagt, wenig Kilometer, Scheckheft gepflegt, alles tippitoppi, alles klasse. Geil. Ne? Da kannst halt mit arbeiten. Aber trotzdem ein unfucking fassbar geiles Bike. Es ist lange her, dass ich so extrem geflasht war von einem Motorrad, das weniger als 120, 150 PS oder so hat. Ne? Ist einfach so. Weil wenn man mehr gewöhnt ist, dann denkt man sich halt, naja, weniger Leistung wird einen nicht vom Hocker hauen. Aber diese 98 PS, die dieses Motorrad liefert, die sind so schön verteilt, dass man wirklich das Gefühl hat, das Ding hat richtig Dampf. Also ich kriege da tatsächlich leichte Vibes von meiner Probefahrt mit der GSX S1000. Ne? Das war nämlich auch so ein geiles Gerät. Und ja, da erinnert mich dieses Bike halt dran. Natürlich nicht ganz so ein krasser Punch untenrum wie eine Tausender, ist logisch. Aber da fehlt diesem Bike halt auch ein bisschen Hubraum für. Da fehlen halt 400 Kubik. Aber trotzdem, unfassbar geil. Dies ist das Motorrad für meine Freundin. Und mein neues Motorrad, das werdet ihr jetzt bald auch sehen. Und ich kann euch eins sagen, dieses Motorrad passt farblich perfekt zu meinem Bike, also meinem Hauptbike. Deswegen habe ich die auch ausgesucht. Ne? Lasst es euch gut gehen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Joghurt mit GSR heute. Haut rein, ciao, 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 ciao. I told you what to chase, told you how to run the race. Every move is on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. I had to leave to find my way.
caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.